Hier ist die Petra von Stempel dich bunt und heute gibt es den zweiten Teil der Mitmach-Montag-Serie. Und zwar, das hier sind die gesammelten Werke der Geburtstagskarten. Ich bin immer noch total geflasht und beeindruckt. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass in der ersten Runde so viele Leute schon mitmachen. Ich finde das riesig, riesig toll. Und jetzt kann ich es ja auch verraten, mein eigener Geburtstag war im Juni und deswegen war das natürlich auch das Thema und deswegen auch nochmal ganz, ganz lieben Dank. Ich habe noch nie so viele Geburtstagskarten bekommen, das war richtig schön. Und die möchte ich jetzt natürlich auch kurz vorstellen, denn so von oben kann man das ja nicht gut sehen. Ich werde mich bemühen, allerdings das relativ kurz zu halten. Ich weiß nicht, sonst vielleicht gebt ihr mir einfach auch mal ein Feedback, ob das interessant oder eher nicht interessant ist als Anregung oder nicht, wie kurz oder langsam ich das machen soll, würde ich mich freuen. Das ist die Geburtstagskarte von der Silvia. Die hatte ich als erste im Briefkasten. Und jetzt geht es weiter mit der Karte von der Helga. Vielen Dank, Helga. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Sehr edel, weiß auf weiß. Passt immer gut. So, dann kommt die Karte von der Angelika und das finde ich eine richtig tolle Idee. Die werde ich mir also bestimmt mal irgendwann mopsen und auch mal eine Karte so in einer Tüte verpacken. Also, vielen Dank, Angelika. Dann ist als nächstes gekommen die Karte von der Nina. Vielen Dank, Nina. Nina hat geschrieben, dass sie sonst eher Vintage-Karten macht und das jetzt mal für mich extra bunt gemacht hat. Das finde ich ganz toll. Bunt ist immer gut. Vielen Dank. Obwohl ich Vintage auch gerne mag. Das kommt bestimmt auch nochmal irgendwann. Das ist die Karte von der Christiane. In Grasgrün und Ocker gehalten, geprägt. Finde ich auch ganz toll. Ganz schöne Idee mit dem Ocker am Rand. Vielen Dank dafür. Und jetzt kommt die Karte von meiner lieben Schwiegermama. Die hat mir auch eine geschickt und das ist eine von den Karten, die ich ja schon mal gezeigt habe, die ich gestempelt und ihr so vorbereitet habe zum selber ausmalen. Hat sie also offenbar Spaß dran. Hat mich auch sehr gefreut, dass ich eine von den Karten wieder zurückbekommen habe. Und das ist die Karte von der Silke. Die finde ich auch toll. Die Kombination mit dem Olivgrün und dem Blau gefällt mir richtig gut. Vielen Dank. Und jetzt kommt eine Karte, da habe ich mir den Umschlag verwahrt, weil ich das so toll fand, dass die Karte und der Umschlag so gut zusammenpassen. Und die Karte ist, so, tada, die hat einen tollen Effekt, finde ich. Wenn man sie zusammenklappt, da kommen da die Blüten raus. Ein kleiner Schmetterling fliegt auch noch mit in der Blumenwiese. Die ist natürlich ganz großartig. Vielen lieben Dank. Der Katja, die Karte ist von Katja. Ich muss langsam gucken, dass ich nicht durcheinander komme mit meinem Namen hier. So, jetzt kommt noch eine ganz tolle Karte. Die hat mich auch ganz beeindruckt. Und zwar, ich mache sie auch mal auf. Na, hier dieser gestanzte Schmetterling. Ich mag ja dieses Kirschblütenpapier, also von daher fand ich das schon super und mit diesem lilafarbenen Hintergrund ganz großartig. Und wenn man die aufmacht, dann sind hier innen drin noch so kleine Umschläge. So kannst du es gut erkennen. Und die fand ich ganz toll. Die sind mit der Stanze dekoratives Etikett gemacht und da ist der untere Teil dann so umgeschlagen. Und da drin sind kleine Etiketten und dann steht hier feiere schön, für dich steht hier. Dann steht hier noch einmal alles Gute und noch ein Geburtstagskuchen. Das finde ich eine ganz tolle Idee. Ganz, ganz lieben Dank, liebe Christa. Und da war noch auch ein ganz ein kleines Anschreiben dabei, auch auf einem ganz tollen Briefpapier. Da habe ich mich sehr gefreut. Ich bin ja auch ein kleiner Romantiker, auch wenn man es gar nicht merkt, liebe Christa. Aber manchmal schon. Jetzt kommt die Sendung von der Susi. So fängt das schon mal an mit dem Umschlag. Die Susi hat ganz viel gebastelt. Ich habe nämlich mehrere Karten bekommen und auch noch eine kleine Tüte. Die zeige ich gleich noch. Das ist die Geburtstagskarte von der Susi. Und dann hat sie auch noch eine Karte dazugelegt, in der sie eine kurze Mitteilung geschrieben hat an mich.
Und was auch noch mit drin war im Päckchen, war die kleine Tüte. Die finde ich ja total toll, das Designerpapier. Das hat mir dann so gut gefallen, dass ich es mir dann doch selber auch noch gekauft habe. Und da drin sind so ein paar Bonbons. Also ganz lieben Dank, Susi. Und dann, oh, dann kommt auch eine besondere Karte für mich. Die hat mit Stempeln überhaupt gar nichts zu tun. Und zwar ist es so, sind das getrocknete Blütenblätter. Und die ist von meiner lieben Mama. So, dann kommen wir zur Karte von Dorothea. Dorothea hat auch Blumen gestempelt. Die finde ich auch ganz toll. Schöne, frische Sommerfarben, bisschen Glitzer. Super schön. Dankeschön. Und jetzt kommt die Karte von der Ines. Ines hat sich auch an die Blau-Grün-Richtung gehalten. Das hatten wir eben schon mal. Die finde ich auch ganz schön, die Kombination. Und diese Layer-Karten gefällt mir super gut. Und jetzt kommt auch eine ganz besondere Karte. Die ist... Moment, jetzt muss ich mal gerade gucken. Von der Monika. Auch ganz verträumt, sehr romantisch mit diesen Ecken hier. Vielen Dank. Und jetzt kommt auch noch eine Effektkarte. Ich habe sie in ihrem kleinen Beutelchen, die ist in so einem kleinen Beutelchen verpackt gewesen. Da habe ich sie auch drin gelassen. Und zwar ist das so eine Trifolder-Karte mit den neuen Incolor, dem neuen Designerpapier und dem Bienchen. Sehr schön. Vielen Dank. Die ist von der Heidi, diese Karte. Und jetzt kommen wir zur Karte von Jutta. Die ist ein bisschen in braun und beige gehalten. Das Papier ist so geprägt und hier ist innen drin noch eine Eule. Finde ich auch ganz toll mit diesem Klappsystem. Ganz toll gemacht. Und jetzt kommen wir zur vorletzten Karte. Das ist die Karte von der Hannelore. Die ist in Minzmakrone gehalten, mit dem Designerpapier auch in Minzmakrone. Die finde ich auch ganz toll. Die klappt sich so diagonal auf. Und die Hannelore hat auch zu der Karte in ihr Päckchen noch diese kleine Schachtel gelegt. Das ist, die ist ja mit einem Magneten verschlossen. Und da drin ist ein Knoppers. Und wenn man sich das mal von der Seite anguckt, dann hat das hier auch der Deckel, der ist so ein bisschen schräg, wie das ja auch bei so Vogelkästen schon mal ist. Und es schließt halt hier hinter diesem Vögelchen. Die finde ich natürlich auch total niedlich. Und Hannelore hat draufgeschrieben nach einer Idee von Jan Braun. Der sagt mir nichts, aber ich werde mal gucken, was ich da so finde. Also ganz lieben Dank auch dafür. Das hat mich sehr gefreut. Und dann kommt noch eine Karte, beziehungsweise das sind auch mehrere, hat mir die Sabine geschickt. Und zwar einmal diese, Lebe, Lache, Liebe. Innen drin steht noch, genieß deinen Geburtstag. Und die Karte war auch noch mit dabei. Die finde ich auch ganz toll, weil mir natürlich dieser Cupcake-Prägefolder super gut gefällt. Den finde ich ja richtig schön. Heute schreit nach etwas Süße mit Kerzen drauf, Muffins drin, ganz toll. Ja, das waren die Karten. Also es waren insgesamt 18 Karten, die ich bekommen habe. Ich bin total begeistert, das habe ich schon gesagt, glaube ich. Egal, man kann es nicht oft genug sagen. Und ja, es gab ja auch was zu gewinnen. Tada, das Stempelkissen in Currygelb. Und weil so viele Leute mitgemacht haben und es ja mein Geburtstag war, gibt es jetzt von mir noch ein Geburtstagsgeschenk sozusagen. Ich werde also zwei Gewinner auslosen und der eine gewinnt das Stempelkissen Currygelb und der andere gewinnt das Stempelkissen in Aquamarin. So, das Glücksschüsselchen mit den Losen habe ich schon vorbereitet. Alle Lose sind hier drin. Jetzt wird es nochmal ein bisschen gemischt. So, muss ja ein bisschen effektvoll sein. Und dann der erste Gewinner. Tada! Die Nummer 3. Und die Nummer 3, das ist die Angelika. Liebe Angelika, ja, du hast mir geschrieben, dass du nicht an der Verlosung teilnehmen möchtest, weil du Currygelb schon hast.
Dann lege ich mal dein Zettelchen auf das aquamarinfarbene Stempelkissen. Und dann treten wir vielleicht mal in Kontakt, ob du denn damit was anfangen kannst. Und der zweite Gewinner ist die Nummer 10. Ja, ist ja total witzig. Die Nummer 10 ist die Susi. Liebe Susi, ich habe ja ein bisschen gehofft, dass ich dich nicht ziehe, weil ich habe irgendwie den Umschlag mit deiner Adresse drauf. Nicht mehr. Ich glaube, ich war von den Karten und von der Tüte, Susi ist ja die, die mir diese super Tüte mitgeschickt hat, war ich, glaube ich, so beeindruckt, dass ich irgendwie den Umschlag nicht verwahrt habe. Also, liebe Susi, und du hast draufgeschrieben, du möchtest Currygelb nicht, weil das nicht deine Farbe ist. Ist natürlich toll. Es haben zwei Leute mitgemacht, die Currygelb nicht haben wollen. Und ich ziehe beide. Okay, wir kriegen das gelöst. Also ich habe euch in der Verlosung drin gelassen, wie man ja sieht, weil also wer hier mitmacht, der kann auch was gewinnen. Susi, bitte maile mich doch mal an und dann finden wir schon eine andere Farbe, die dir dann vielleicht auch gefällt. Wir kriegen das hin. So viel dazu. Nächster Monat. Jetzt ist ja Juli. Ich lege das hier schon mal hin. Es gibt wieder ein Stempelkissen. Juli. So, ein Thema für Juli. Ich habe da mal ein bisschen geguckt, was es denn im Juli an interessanten Ereignissen gibt. Und da gibt es in der Tat zwei Stück, die mir aufgefallen sind. Am 6. Juli ist der Internationale Tag des Kusses. Der ist vor ungefähr 20 Jahren in Großbritannien etabliert worden. Und ich meine, mein Gott, aus der EU wollen sie raus. Wollen wir sie mal wenigstens wegen des netten Brauchs der Küsserei vielleicht noch lieb haben. Also habe ich überlegt, ob wir den Kuss als Thema nehmen, aber das ist ja doch ein bisschen schwierig. Und dann habe ich noch gefunden, Ende Juli, am 30. Juli, ist der Internationale Tag der Freundschaft, der durch die UNO proklamiert wurde. Und deswegen habe ich mir überlegt, das Thema für Juli sind Freundschaftskarten. Und das ist jetzt ja ein sehr weites Feld, das ist ja quasi alles, was ich jetzt nicht auf Geburtstag, Kondolenz, Baby, Hochzeit, was weiß ich, bezieht. Da hast du also alle Möglichkeiten, dich auszutoben. Und jetzt der besondere Clou, wenn du es schaffst, in die Freundschaftskarte auch tatsächlich das Thema Kuss mit aufzunehmen, dann bekommst du im nächsten Monat zwei Lose in den Lostopf. Kann man ja mal drüber nachdenken. Denn zu gewinnen gibt es, wie gesagt, dieses tolle Stempelkissen in Kirschblüte. Einsendeschluss im Juli ist bitte Freitag, der 29. Juli, denn der Monatswechsel liegt ja auf dem Wochenende. Das heißt, Montag am 1. August gibt es dann das Video und das neue Thema. Und damit ich ein kleines bisschen Zeit habe, das eben auch vorzubereiten und zu machen, würde ich dich bitten, die Karte so zu schicken, dass die also bis Freitag hier ist, damit ich dann am Wochenende, am Samstag, das Video machen kann. Okay. Ja, das war's für die erste Runde und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß, vielleicht eine Karte zum Thema Freundschaft zu basteln. Ich freue mich schon total auf deine Einsendung und ja, dann freue ich mich auch, wenn wir uns im nächsten Video mit der nächsten Bastelanleitung wiedersehen oder beim nächsten Mitmachmontag. Bis dahin, tschüss!